Roger. Seit ich klein bin, schaue ich den Springern zu. Ich hoffe, dass ich eines Tages auch springen werde. Ich heiße Emil und bin 13 Jahre alt. Ich lebe in Mostar in Bosnien-Herzegowina. Ich liebe es hier, wegen der alten Brücke. Ich habe nie ganz verstanden, was sie in der Mitte hält. Es ist eine besondere Brücke. Im Krieg, vor 20 Jahren, wurde sie zerstört und dann wieder aufgebaut. Für mich ist sie irgendwie faszinierend. Mostar ist eine Touristenstadt, die im Sommer richtig auflebt. Die Brückenspringer springen zur Unterhaltung der Touristen bis zu 10 Mal am Tag. Jedes Jahr im Sommer gibt es einen großen Sprungwettbewerb, den ich mir immer anschaue. Das macht Riesenspaß. Als ich das erste Mal einen Sprung sah, habe ich mich gefragt, wie sich das wohl anfühlt. Also habe ich die Springer gefragt, wie fühlt sich das an? Sie wollten es mir nicht sagen und meinten nur, spring und find es selber raus. Seither will ich es unbedingt und hoffe, es eines Tages zu schaffen. Ich liebe die alte Brücke und den Fluss Neretva über alles. Und natürlich meine Eltern. Erst die Eltern und mein Bruder, dann die Brücke. Wir leben in einem zweistöckigen Haus mit großem Balkon. Meine Oma und mein Onkel leben unten. Hallo Kleine, wie geht's? Wer ist da? Ja, ich bin's. Ich lebe mit Mutter, Vater und meinem Bruder zusammen. Mein Bruder ist 15 und geht schon auf die Oberschule. Mein Vater ist pensioniert und meine Mutter arbeitet als Physiotherapeutin. Meine Mutter ist ein wenig strenger zu mir, denn sie geht zu den Elternabenden in der Schule. Deswegen ist sie strenger. Die meiste Zeit verbringe ich mit Fußball oder am Fluss beim Schwimmen. Mein bester Freund ist Harun. Wir nennen ihn Klinter. Keiner weiß warum. Er ist ein stiller Typ, aber er ist der mutigste von uns allen. Er ist der Einzige, der schon von der hohen Plattform gesprungen ist. Er macht mir immer Mut, sodass ich mir mehr zutraue. Der Fluss Neretva hat eine schnelle Strömung. Er kann einen ziemlich überraschen. Viele Menschen sind schon darin ertrunken. Meine Eltern sind früher oft drin geschwommen. Klar, dass sie die Liebe zum Fluss an mich weitergegeben haben. Seit ich 9 bin, schwimme ich schon hier. Das erste Mal, als ich hier geschwommen bin, hat sich großartig angefühlt. Ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben. Ist das Wasser nass? Ja. Kannst du mit den Armen auf dem Rücken gebunden rüberschwimmen? Zusammengebunden? Ja. Ich könnte es probieren. Man bindet die Hände zusammen und ab geht's. Und wer holt mich dann raus aus dem Wasser? Wenn du da unten nicht rauskommst, dann ist es vorbei mit dir. Ich hab's in deinem Alter auch gemacht. Wie alt bist du? 13. Ich bin mit 15 schon von der Brücke gesprungen. Er macht den Schmetterling.
Atza, warum wählst du so mit den Armen? Eine Katastrophe. Heute ist der letzte Schultag vor den Sommerferien. Ich werde die Schule nicht vermissen. Endlich mehr freie Zeit und Spaß. Ich kann schwimmen gehen, so viel ich will. In der Schule strenge ich mich nicht besonders an. Ich habe hauptsächlich Zweien und Dreien. Denn die meiste Zeit verbringe ich mit Spielen oder am Fluss. Mein Lieblingsfach ist Sport. Das macht mir Spaß. Wir spielen oft Fußball und haben eine gute Zeit. Rechne die unbekannte Tangente aus. Welche ist die unbekannte? Gamma. Und wie teilen wir zwei Brüche? Emil, wie machen wir das? Emil? Ja? Schreib auf. Ich kann nicht. Was heißt, ich kann nicht? Mathe ist ziemlich schwer. Ich bin nicht so gut darin. Vor allem in Geometrie. Bruchrechnen geht einigermaßen. Schreib 59 durch 6. Ich will dir nur helfen. Jetzt ist Emil dran. Ich will aber nicht. Kommt ihr oder was? Heute gehe ich mit Harun zum Fluss springen üben. Ich hoffe, dass wir beide besser werden. Wir springen von überall. Zum Beispiel von Felsen, die 7-8 Meter hoch sind. An heißen Tagen gehen wir zur 10-Meter-Plattform. Meistens üben wir hier unsere Sprünge. Wir trainieren für den Tag, an dem wir von der alten Brücke springen werden. Man muss immer eine bestimmte Höhe trainieren und geht dann zur nächsthöheren Stufe weiter. So macht man jedes Jahr Fortschritte. Ich hoffe, diesen Sommer die 10-Meter-Plattform zu schaffen. Schnick, Knick, Schnack, Schnuck. Du bist Erster. Ich will mir selber beweisen, dass ich mutig bin und mit meiner Höhenangst fertig werde. Denn die habe ich schon mein ganzes Leben lang. Ich kann nicht. Ich habe Angst. Ich schaff's von der Höhe nicht. Vielleicht von etwas weiter unten. Von hier oben auf keinen Fall. Nicht. Los, mach's einfach. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe Angst und kann nicht. Ich habe Angst, dass ich mich verletze. Meine Beine zittern und ich bekomme Panik, wenn ich von hier oben aufs Wasser schaue. Ich möchte so sehr gegen die Angst gewinnen und dann dieses Gefühl erleben, wenn du den Sprung schaffst, zum Beispiel von der Brücke und dann aus dem Wasser steigst. Es ist ein stressiges Gefühl, aber ich muss diesen Stress überwinden, für mich selbst. Ich will das, denn ich will mutig werden und mehr Selbstvertrauen bekommen. Thank you.
Heute habe ich Training mit meinem Fußballclub. Ich würde so gerne eines Tages für Wallisch, unseren Profiklub aus Mostar, spielen. Das ist einer meiner größten Träume. Aber noch lieber möchte ich Brückenspringer werden, sogar mehr noch als Fußballer. Ich habe manchmal Angst vor größeren oder stärkeren Spielern, wenn sie in mich reinrennen, oder vor Verletzungen. Aber ich liebe Fußball, denn es macht Riesenspaß. Du weißt nie, wie das Spiel ausgeht. Und du kämpfst für den Sieg und willst deinen Gegner schlagen. Und wenn wir gewinnen, fühle ich mich großartig, als ob die ganze Welt mir gehört. Ich würde so gerne Verantwortung übernehmen und Kapitän werden. Aber es gibt viel bessere Spieler als mich. Also wird das im Moment nichts. Vielleicht später einmal, wenn ich älter bin und in einem anderen Club spiele. Mach mal langsam, keiner wird dir was wegnehmen. Was ist das? Kuchen? Hat Mutter ihn gemacht? Ja, richtig. Nee, den habe ich nicht gemacht. So weiß ich doch. Wer trainiert euch beim Fußball? Tabakovic. Und springst du morgen von der Plattform? Es macht ja nichts, wenn du reinflaschst, ist ja nur Wasser. Ich weiß. Hab keine Angst. Aber pass ein wenig auf, das Metall darf nicht nass sein. Es ist nicht Metall, es ist aus Holz. Und wie wirst du ins Wasser springen? Keine Ahnung. Plumpst du wie ein Stein? Warum springst du nicht selber, Teufelskerl? Meine Zeit als Springer ist vorbei. Bist du jemals von der Alten gesprungen? Ja, als mein Alter noch lebte, bin ich ein paar Mal von seinem Rücken gesprungen. Ich meine doch die alte Brücke. Ja, bin ich. Mein Vater macht immer Scherze. Er ist selten ernst. Vor dem Krieg ist er von der alten Brücke gesprungen. Da hat er noch beide Beine. Es ist schwer, nur mit einem Bein zu springen. Er spricht nicht viel darüber. Er möchte, dass ich meine eigenen Erfahrungen sammle. Er sagt nur, dass man während des Sprungs alle seine Probleme vergisst. Meine Eltern reden nicht mit mir über den Krieg. Ich weiß nur, was ich auf YouTube darüber gesehen habe. Ich habe Bilder gesehen, wie die alte Brücke zerstört wurde. Als ich das sah, verging mir die Lust, mehr über den Krieg zu erfahren. Denn viele Menschen starben. Aus lächerlichen Gründen. Mein Vater hat im Krieg sein Bein verloren. Ich kann mir vorstellen, wie sich jemand fühlt, der seinen Vater verloren hat. Ich will darüber nicht mehr reden. Wann stehst du morgen auf? Um 10? Ja, genau. Oder um 11. Was weiß ich. 11 ist zu spät. Du musst was essen und ein bisschen körperliche und mentale Übung machen. Du kannst ja nicht verschlafen springen. Wer wird springen? Du oder ich? Lass mich. Heute werde ich mit Guma springen trainieren. Ich hoffe, er hilft mir, meine Angst zu überwinden. Guma ist unser Nachbar. Er ist ein Brückenspringer und ein guter Mensch. Er ist sein Leben lang von der alten Brücke gesprungen. Bis zu seiner Verletzung sprang er sogar mit dem Kopf zuerst. Hey Jungs, alles klar? Guma unterrichtet uns und zeigt uns, wie wir besser springen können. Er will eine Springschule für Jugendliche machen. Wenn die Schule aufmacht, soll es den ganzen Sommer über dreimal die Woche Sprungtraining geben. Hiernach werden wir wie Vögel fliegen. Ich schaff das nicht, ich komme ja nicht mal dran. Los, Hände ran. Es geht nicht. Mach wenigstens einen. Ich kann auch nicht mal ein. So kann er alle machen. Okay, los, lasst uns gehen. Könnt ihr alle rüberschwimmen?
Das Allerwichtigste, wenn man Angst hat, ist, du musst wütend werden. Entweder du gibst auf oder du wirst wütend und überwindest die Angst. So wirst du immer größere Höhen schaffen. Soll ich springen? Ja, wenn du willst, mach eine Arschbombe. Du springst ein wenig zu sehr nach vorne gebeugt. Ich weiß. Und? Es braucht gar nicht so viel zum Springen, oder? Du springst nach einer gewissen Zeit immer besser. Ich komme noch ein wenig hart auf dem Wasser auf und habe deswegen noch Angst. Jedes Mal, wenn ich hart aufkomme, gehe ich zurück und versuch's nochmal. Und springst du von ganz oben? Von der Plattform? Nee, er noch nicht. Er hat mir gezeigt, wie ich mir am Kopf nicht wehtue, wenn ich springe. Ich halte den Kopf einfach etwas gerader. Ich habe immer noch ein bisschen Angst, mich zu verletzen. Aber mein nächstes Ziel ist es, von der Plattform zu springen. Diesen Sommer will ich es unbedingt schaffen. Ich bin mir ganz sicher, dass es klappt. Ich wünsche mir, dass der Fluss etwas sauberer wäre. Viele Eltern haben nämlich ein Problem damit, ihre Kinder schwimmen zu lassen, wegen dem Dreck. Mehr noch als wegen der Gefahren, wie zum Beispiel den Strudeln. Alle wissen, wenn das Wasser sauberer ist, werden einfach mehr Menschen angezogen. Es wäre toll, wenn der Fluss etwas sauberer wäre und mehr Menschen kommen würden. Heute ist der Tag vor dem Wettbewerb. Ich glaube, meine Zeit ist gekommen. Ich werde zur Plattform gehen und springen. Ich will es ganz alleine machen. Nur mein Bruder wird auf mich aufpassen. Ich hoffe, alle werden stolz auf mich sein. Kühl dich vorher ab. Gott, gib mir Kraft zu springen. Oh nein. Oh, ich glaube, ich bin noch nicht bereit. Was soll ich machen? Atme zweimal tief ein und tu's. Ich kann nicht. Ich will springen, aber ich kann nicht. Etwas hält mich zurück. Ich kann nicht, ich habe Angst. Es dauert nur eine Sekunde. Weniger als das. Okay, ich versuch's. Doch darunter. Nee. Los, du springst von da oben, nicht von unten. Sieh doch selbst, das Wasser. Das ist alles in deinem Kopf. Geh einfach hoch und schmeiß dich runter. So habe ich es beim ersten Mal auch gemacht. Los, geh und spring. Lass mich einfach. Na, geh hoch und spring, sagte ich. Ich habe Angst. Na, Angst vor was?
dass mich das Wasser runterzieht. Das Wasser tut dir nichts. Zieht dich nicht runter, sondern spritzt nur hoch, wenn du reinspringst. Du brauchst wohl nichts Angst zu haben. Weißt du, wie man springt? Nicht so, vor man Angst haben muss. Hat dich das Wasser jemals geschlagen oder versucht zu ertränken? Nein, dann mach es einfach. Feuer frei! Hör auf mich! Geh etwas näher an den Rand und lass dich gehen. Allah ist groß. Ist okay? Oder bist du ertrunken? Nein. Ich hab's dir doch gesagt. Und ist dir was passiert? Nee. Komm her, Kleiner. Geh weg, du stinkst. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich war so ängstlich zu springen, aber ich wusste, dass sich alle mein Leben lang lustig machen würden, wenn ich nicht springe. So habe ich mich einfach runtergestürzt und der Rest war Schicksal. Plötzlich begreifst du, dass du was Großes getan hast und von einer Höhe gesprungen bist. Du hast die große Höhe überwunden. Nichts kann dich im Leben mehr überraschen. Angst werde ich immer noch haben, aber ich werde nicht mehr so ängstlich sein wie vorher. Das habe ich überwunden. Man lernt Dinge dazu. Hallo Guma. Glückwunsch. Ganz großartig. Hast es geschafft. Ja, ich bin richtig wütend geworden und dann habe ich es gemacht. Genau. Das ist der richtige Spirit. Gut gemacht. Das erste Mal ist es immer am schwersten. Du hast deine Angst überwunden. Glückwunsch. Von der Brücke springen üben wir noch nicht. Ist noch nicht die Zeit. Bald ist der Wettbewerb. Wo wirst du ihn schauen? Bei der Plattform. Ja, das ist der beste Platz. Ich muss jetzt gehen. Ich muss arbeiten. Mach's gut. Heute ist der große Tag, der Wettbewerb. Die ganze Stadt bereitet sich den ganzen Sommer über darauf vor. Mehr als 50 Springer werden antreten, um von der Brücke zu springen. Ich kann es kaum abwarten, wer gewinnen wird. Alle Teilnehmer müssen sich medizinisch untersuchen lassen, damit sie in guter Verfassung sind und sich nicht verletzen. Das ist deine Fackel. Ich werde sie dir anzünden. Okay. Nach dem Wettbewerb gibt es immer ein großes Finale, bei dem einige Männer mit Fackeln springen. Dieses Jahr wurde ich als junger Springer ausgewählt, die Fackeln zu halten. Das fühlt sich großartig an. Die alten Springer haben mich akzeptiert und mir die Ehre erwiesen. Ich hoffe, eines Tages werde ich einer von ihnen sein und mich im Brückenspringen mit ihnen messen.
Nayada.